Hallo Leute, ja, wir sind hier am Geld sparen, haben 108.000. Ich glaube, das reicht noch nicht für einen Zug, ne? Dann müssen wir noch gucken. Ja, können wir mal gerade aufmachen. Der Zug alleine kostet 161, aber 207. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, bis da was zusammenkommt. Aber das wird ja bestimmt gleich passieren. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir erst das Logo und dann gehen wir aufs Großbild, ne? So, ich denke mal, wir können auch schneller laufen lassen. Ruhig Vollgas, weil das macht ja anders keinen Sinn, ne? Oh, warte mal, da oben kommt aber was rein. Lass uns das mal angucken. Ihr Zug 15 hat in den letzten 30 Tagen kein Geld gemacht. Warum macht er denn kein Geld? Was fährt der Kupfer? Ja, irgendwie fährt der Kupfer wohl. Warum gibt es denn da kein Geld dann? Steht er die ganze Zeit? Ich glaube, der steht die ganze Zeit, ne? Irgendwas ist hier schief am Laufen, oder? Wer fährt denn nicht wo rein? Dieser hier soll wohin? Meldere ich Stadt 5 nach Borgenteich Nord. Wo ist denn Borgenteich Nord? Aber hier ist doch nichts im Weg. Borgenteich Nord. Meldestadt? Borgenteich Nord ist da. Und der steht hier. Ach so, Melrichstadt 5 wird er wahrscheinlich als nächstes hin müssen, ne? Ja, da ist ja der Punkt vor. Wo ist denn Melrichstadt 5? Da oben irgendwo. Da muss er hin. Aber warum fährt er da nicht hin? Was ist hier das Problem? Ah, dieses hier, ne? Okay, warte, das kriegen wir aber schnell geregelt, glaube ich, indem wir da ein Signal hinsetzen. So sieht's aus. Oh Mann, ey. Jetzt fahren sie alle wieder. Jetzt gibt's auch wieder Geld. Wo fährt der jetzt hin? Der fährt da rein, okay. Warum fährt der noch nicht? Hä? Da ist grün. Was hat er für ein Problem jetzt? Ah, jetzt fährt er auch. Aber warum? Ist hier irgendwo eine Weiche? Nein. Hier zu dicht aneinander oder was? Hier ist alles okay. Jetzt fährt der nicht weiter. Doch, jetzt fährt er weiter. Hier hat das irgendwie mit zu tun, denke ich hier, dass die Gleise. Nee, das ist. Aber kann ja nur hier sein, oder? Dass die hier zu eng beieinander sind. Das kann ich mir schon nicht vorstellen, oder? Auf jeden Fall fahren sie jetzt wieder. Wo ist der eine jetzt hin? Ah, da oben fährt? Ne, der hier unten fährt er. Der holt jetzt Kupfer, ne? Feld Nordost. Wird er geladen? Ja, wird geladen. Sehr gut. Ja, man sieht, dass da was reingeht. Okay. So. Züge sind jetzt weitergefahren. Der fährt noch. Da oben wird auch gefahren. Und der steht hier.
Er fährt aber durch, dann passt das erstmal. Die kommen sich entgegen und dann ist aber alles im grünen Bereich, ne? Ja, die fahren beide gut durch. Hier ist eben auch einer. Ah, da kommt auch einer zurück. Okay, der fährt da in den Bahnhof rein, passt. Jetzt wollen wir 8000, jetzt können wir uns schon die Lok gönnen. Ich glaube, das können wir jetzt mal alles zumachen, das brauchen wir nicht mehr. Das können wir auflassen. Fahrzeug hat kein Geld gemacht. Und wer braucht hier was? Niemand braucht da was. Okay. Da hat irgendeine Firma zu pleite gemacht. Das heißt, der kann eigentlich ins Depot, oder? Zum Depot schicken, zum nächsten Depot schicken. Ja, ist erst so. 231.000, jetzt können wir vielleicht schon den ersten Anhänger dabei machen. Okay, das geht erstmal alles. Da steht hier keiner, da kommt das Kupfer auch angefahren. Und Wolf rollt auch. Wer muss warten? Wahrscheinlich er hier, ne? Oder? Ne, der fährt. Ja, Kupfer wartet. Jetzt muss er anhalten, genau. Aber kann gleich weiterfahren, weil das Signal das ja wieder freigibt, oder? Ja. Sieht erstmal gut aus. Der muss da wieder anhalten. Das heißt, ich mache mal hier noch ein Signal hin. Das macht, glaube ich, Sinn, ne? So, dann entlädt er da. Nee. Er lädt. Okay, der holt Steine. Fährt er dann schon rein? Ich denke mal ja, oder? Obwohl, der ist jetzt gleich voll. Nee, der fährt erst rein. So, der kann auch raus. Passt. Muss auch nicht anhalten. Sind nebeneinander hergekommen. Das sieht doch gut aus, oder? 233 ist aber ein bisschen zu wenig Geld noch. Er hat Holz. Er hat was? Sand. Der fährt. Der braucht Eisenteile, um eine Schließung zu vermeiden. Können wir denn schon Zahnräder machen? Ich glaube nicht, oder? Wir produzieren hier. Doch, da sind Zahnräder. Warte mal, lass mal gucken, wo müssen die Zahnräder hin? Hier. Was sagt die Logistik? Melrichstadt 6. Hätte Zahnräder. Ja, Übersicht brauchen wir. 179 Tage. Da müssten wir eigentlich jetzt nur schnell einen LKW hinschicken, ne? Garage ist hier. Den brauchen wir nicht dafür. Sondern den können wir dafür gebrauchen. Den kaufen wir jetzt gerade. Und dann hält der hier an. Laden und fährt nach da. Halt hinzufügen. Entladen. Speichern als Eisenteil zu mehr statt 6. Okay. Und fahren. Und
Bevor das zu ist, kaufe ich noch schnell ein, aber das war das falsche Depot. Hier noch ein. Kaufe ich noch ein. Und der kriegt individuelle Route. Ne, Melrichstadt Eisenteile, Melrichstadt 6 Eisenteile, Melrichstadt 6 ist das. Und starten. Dann sollte das eigentlich klappen, dass wir das hinkriegen, oder? Da sind zwei jetzt von denen in der Garage. Passt. So, 214 haben wir immer noch an Geld da. Vielleicht gibt es hier was. Ne, der holt Ware, der bringt nichts weg. Hier gibt es 152.000 Holz, okay. Da habe ich auch noch nicht drauf geachtet, dass hier was leer gehen könnte, ne? 278.000 Sand. Und der Zug dahin, der fehlt uns noch. Der muss dann Bretter fahren. Aber warte mal, Bretter werden denen angeliefert? Okay, die sind im Lager. Aber holt keiner ab wahrscheinlich. Und das hier ist Eisenbau. Dafür haben wir den Zug gebaut. Beziehungsweise die Gleisanlage. Zug ja noch nicht. So, 240.000, das reicht noch nicht. Was kostet denn so ein Anhänger dafür, für Eisen? Aber das sind Eisenbarren, ne? Ja, warte mal. Jetzt sag nicht. Eisenbahn, ja. Eisenplatten, Eisenteile. Möbeleisenteile, da gibt es keine. Sind das die Bahn? Eisenerz. Jetzt auch nicht, da kann man nichts transportieren. Doch, da sind die Eisenbahnen. Hier sieht man noch nicht alles. Okay. Ich hatte jetzt schon Schreck gekriegt. Warte, wie viel kostet er? 20, 40. Das wären also zwei, die wir kaufen können erstmal. Ja, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Wir fahren immer so fünf Anhänger da dran, ne? Da auch. Der letzte Anhänger, der gar nicht im Dingens steht, wird trotzdem geladen, ne? Eisenerz hat Schwierigkeiten. Hat doch gerade was gekriegt, oder? Ach nee, die Nachfrage ist 40. Wie kommt's Eisenerz denn dahin? Warte. Da und der. Was bringt er denn? Eisenerz. Dann kommt hier kein Zug damit an, oder? Kann das sein? Der bringt Kupfer. Wer bringt denn hier Eisenerz? Der bringt Sand. Gibt es keinen Zug mit Eisenerz? Da ist ein Zug mit Eisenerz. Aber da fährt keiner nach da hinten, oder? Morgenteich Nord. Ist das da? Ja, okay, den Zug haben wir gefunden, aber der kommt wohl zu selten, ne? Kann das sein? Kupfererz. Ja, aber Nachfrage 50, im Lager 38, ja, okay. Aber der Zug, der kommt ja gleich da, ne? Ne, der war gerade da. Dann müsste das ja gleich weggehen. Will ich hoffen. Und da ist schon wieder ein Geschäft, der hat Schwierigkeiten mit Holzträgern.
Gibt es da Fahrzeuge? Eigentlich schon, ne? Weges Halt ist da und der andere ist Michelstadt Südost. Okay, die Holzträger sind gerade irgendwie schlecht unterwegs, oder wie? Oh. Aber warte mal, Holzträger, da können wir noch einen auf die Strecke jagen, ne? Das war doch er hier, ne? Holzträger Heubach West. Holzträger. Heubach West. Starten. Und der ist Holzträger Heubach West. Und auch starten. Der war das doch, ne? Wird bestimmt jetzt werden, dadurch, dass wir zwei Fahrzeuge mehr da drauf gepackt haben. Gut, okay, jetzt macht's Geld. 336.000, das heißt, wir können uns den Zug kaufen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.